Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin nicht No, water night. You need to be careful. Was wir aber trotzdem sehr zahlreich haben, das ist unsere Vogelwelt. Ich will ja nicht alle Vogelarten aufzählen, einfach viel zu viele Dieblaffer reden, so würde ich gerne noch mit erwähnen wollen. Wir haben hier zum Beispiel drei Vögel wie Butterfarben, Sperber, Falter und der Rote Milan, der als Gabelweihe bezeichnet wird. Es gibt aber auch im Spreewald den Seeadler und den Fischadler. Diese beiden findet man hier in den unteren Teil des Spreewaldes, die gleichen Raum Lüttendorfer See, was uns in Berlin rotiert. Weitere große Vogelarten, die Kormorane, Storche, Kraniche, Fischreiher, Schwinde, Fasane, kann man ja auch entdecken. Wobei der Schwarzstorch und der Jagdfasan nur noch im oberen Teil des Spreewaldes befinden sind. Ein weiterer Vogel, den wir alle schon mal gesehen haben, im Münchner Pfannensand, ein Eisvogel. Den kann man hier entdecken, auch auf diesem Wasserangel kann man den sehen. Allerdings ist man zu der Zeit mal langsam, nicht zu der Zeit um 11, sondern zu der Zeit um 5 6 Uhr auf. Dann ist es ganz ruhig. Ich habe die Gangfang.
Okay, like someone is doing parking of both also, that's not allowed here. Wir haben dann vor uns eine wunderschöne Streber-typische Stufenbrücke. Ja. Manch einer kennt die, wenn er schon mal hier langgefahren ist mit dem Fahrrad. Ne? Das freut sich, wenn er so eine Brücke sieht, weil er absteigen will. Das kann man sich auch mieten. Wie man hierher kommt, wenn jemand sie hierher bringt mit dem Kahn, ihr fällt ihre Fahrräder auf, im Auto, was hat sich angereist. Wir wollen gar nicht. Abkältung. In den Abendstunden machen dann meistens die Hausvermieter mit den Hausgästen oder ja, Spreewald, damit so meine Spreewald richtig eingeschlafen sind. Vor zwei Jahren hier neu eingedeckt. Das Material, was man dafür braucht, brauchen die dafür noch viele, viele gute Freunde, die ihnen da helfen kommen. Aber nicht nur beim Richtfest, sondern vor. So ein Ja, diese kleinen Wasserarme, die man jetzt hier ab und zu sieht in diese Unbekannte drin, das sind die sogenannten Gästchen. Diese hat man ja überwiegend alle mit der Hand ausgehoben. Man hat das deshalb gemacht, damit man so weit wie möglich mit dem Kahn an der Brücke ranfahren kann, damit man nicht alles übertragen muss. Dieser Erdboden, der dabei gewonnen wurde, kam auf diese Wiesen hoch und so ist dann erstmalig eine Ackerfläche entstanden. Eine Ackerfläche ist es erst dann, wenn das Hochwasser, was wir uns jedes Jahr selber machen, diesen Erdboden nicht mehr abspülen kann. Wir haben richtig, das Hochwasser machen wir uns jedes Jahr selber. Nicht so wie ein Rhein-Mosel der Elbe, da kriegen wir es immer gerade. Wir wollen es, wir bekommen es nicht. Das ist die Bibel, das ist der Preis. Denn nur die Buchstaben dann darf es laufen geändert. Die linke Seite sehen wir einen Heuschober. Die ist tot. Wir haben vor uns rechts noch das Eingangsschild. Lede. Der Ort lebt. Du musst dich vorstellen, das steht auf einer Wiese. Hier steht auf einer Ackerfläche, das ist schon so hoch. Aber wenn auf der Wiese steht, sind die Pfähle dann im Winter halb voll, also halb verletzt mit Wasser. Aber es wird immer eine Luftzirkulation runter. Das Gebäude restlos angebracht. Wir haben hier so auf der rechten Seite auch noch Keramikdach. Wenn wir das hier anhalten, okay, können wir die alle wegkaufen. Und alles, was wir heute wegkaufen, braucht nur Freunde. But Nishu, do you think we can do right bicycle? Aber wir machen eine Sorgenwurzel und dann kommen wir wieder hierher. Die rechte Seite ist allerdings nur zu Fuß zu erreichen, aber man muss nicht weit laufen. An der linken Seite kommen sie dann nach. Ich habe mein Boot. Dann kommen, das war mal ganz selten gewesen, bei uns hier jedenfalls. Schade, auf der linken Seite haben wir ein Gasthaus. Das ist das Gasthaus Suez. Dieses Gasthaus war früher mal eine Gurke. Ja, wie schon gesagt, wir fallen jetzt über den Suezkanal. 70er Menschen, die wohnen hier. Und weil wir. Da sitzt aber, ne? Da ist ein Clown.
Ein weites Stückchen ist es. Sehr schön, das haben wir. Auch Autodendron. Nee, Mülleimer. Ach so. Biomüll. Ach, das ist so eine schöne Libelle. Libelle. Ja. Ob es mehr oder? Linke Seite haben wir freilaufende glückliche Hühner und das Gebäude, was links ist, das ist die ehemalige Dorfschule. Ruhig und gelassen. Nicht, dass einer hinfährt. Denken Sie daran, das Ufer ist aus Holz, es ist nass, es kann rutschig sein. Denken immer vorsichtig. Denken Sie auch daran, wenn einer reinfällt, lachen die anderen. Ich lache mit. Als ich reingefallen bin, habe ich auch reingefallen. Damit wir uns alle zur gleichen Zeit uns wieder einfinden, machen wir es ganz einfach. Jeder schaut auf seine Uhr, ist egal wie falsch das Ding geht. Nach einer Stunde sind sie einfach wieder da. Das sind für uns umgerechnet 60 Minuten. 16 Minuten. Ja, I think 1 hour break now. Then 1 hour we need back again. Not 1 hour maybe. No, no, the break is 1 hour, but the return time is a little bit shorter, I think. 3 hours. Total time is 3 hours, I think. Das ist im Artisten sozusagen kunstvollen Blumenwerk. Das wurde dann auch wieder richtig einsteigend. How to out of this work? Zweitens das Aufrüsten mit Getränke und Kuchen. Dann fährt man mit dem Kahn nach Wien, wo fährt sich durchschleusen, dann in Richtung Hütten und weiter nach Berlin fahren. Because that's where they do fishing. See them. Aber das Bier selber ist... But no one should go beyond that. See, ready.